Ich nehme alles mit, ne? Stört euch nicht, Jungs, oder? Die Klingen machen echt Spaß. Warum passiert mir das? Ach, das sind keine Geiseln. Nein. Was ist denn das hier? Das war mein Theater. Ein Exklusivinterview mit Brown finden Sie in voller Länge unter pikesweb.com. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Was ist das für eine Schulter? Solotto. Aber in Prag haben auf die direkte Ausnahme der Tschechischen Republik als Reaktion auf den unerwarteten Not von Dr. Talos Rucker in der Stadt und deren Umgebung den Außenanzugsschirm aufgerufen. Bombenbauerin verhaftet. Wohl hat Alison Stanek verhaftet. Die Frau, die die Bombe gebaut hat, mit in der Ruchika-Bahnhof gesprengt wurde. Die Sprengmeisterin mit Verbindung zu einem religiösen, augmentierten Kult zur Teile der von ihrem Vater hergestellten Urnazünder benutzt haben. Speicherkapazität, biegsame Bildschirme und über 1000 weitere einzigartige patentierte Funktionen. Oh, schau mal, da hinten ist noch was. Bustems benutze ich auch nie, oder? Achso, hier hätte ich auch reingekonnt. Ich bin zu hektisch. Das Laserfeld ist. Ja, da hätte ich springen müssen.
Wie, ich komme da nicht durch. Umgefallen. Was ist passiert? Ah. Holt ihn euch! Ich gehe. Siehst du irgendwas? Ist er? Ublüdock! Inventar voll, ha? Zeig mir mal das Inventar. Was ist das? Da Pistolenmunition braucht kein Mensch. Mann, wie kann man nur so unfähig sein? Standardgewehr. Schützgewehr, Elektroschockpfeil, braucht kein Mensch. Doch kein Mensch. Slurpatronen, nee. Ich hab sie, okay. Ich kann kein Schmerzmittel mehr aufnehmen. Stirb in deiner Idiot! Jetzt wird's nervig. Ach, deshalb. Zum Spaß mal mit. Vielleicht kann ich dann auch wieder mitnehmen. Was soll das da hinten? Das war auch der letzte, oder? Im Hauptquartier des Kultes festgenommen. Für eine Zeitverschwendung. Ist er das persönlich? Ja. Dann schauen wir uns mal sein PDA an. Ja, komm, mach hin. PDA. Du hast recht, Ota plant irgendwas. Ein Jammer, dass er Wano eingeweint hat. Eingeweiht hat. Der Mann hätte ein guter Soldat für uns sein können, Konstantin. Boss,
Ich habe wie befohlen Radics Computer gehackt. Sein Passwort ist Wincam. Wano. Oh cool, Bridge Software. Hey, hack. Oh. Hacken. Ich weiß nicht, wofür ich das jetzt noch hack, aber... Ich mache es nur so zum Spaß. Zugriff gewährt. Türen. Ist denn das zu glauben? Kameras. Türen. Öffne. Alle Türen offen. Danke. Das war, glaube ich, sowieso der letzte. Oh, da hätte ich anscheinend auch reingekommen. Oh, Schmerzmittel. Für die gesamte Stadt Kriegsrecht verhängt. Das ist so irgendwas Interessantes. Auslöser waren Unruhen im Utulek-Komplex der Santo. Ein Multitool, schön. Der Aufstand der augmentierten Massen war angeblich eine Reaktion auf den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dr. Tracy Spugrad initial zweiten Opti-Zwischenfall. Zugriff. Es werden zunehmend Rufe laut, die Entscheidung... Badri, ich muss dich wohl nicht daran erinnern, wie wichtig Konstantins Arbeit für mich war. Ich brauche sofort Ersatz für ihn, bevor der Brontosaurus auf dumme Gedanken kommt. Teile mir bitte mit, ob du jemanden kennst, der für diese verantwortungsvolle Aufgabe geeignet wäre. Radik. Ich toleriere keine schlechte Behandlung der Mädchen. Wenn einer von euch Arschlöchern eine Frau schlägt, kriegt er es zurück. Ist das klar? Außerdem erwarten unsere Kunden frische Ware. Eure Omas suchen sich auf dem Markt ja auch Bananen ohne Druckstellen aus. Ja, falscher Ansatz, richtige Meinung. Luca Jibuti. Aktuellen Vorkommnisse im Projekt haben unsere Entschlossenheit nur noch verstärkt. Wir brauchen unbedingt ein sicheres Umfeld für augmentierte Bürger. Unvorstellbar, was passiert wäre, wenn die Staatspolizei die Aufstände nicht rasch eingedämmt hätte und von Jewin Istomi an die Familie. Achtung, die Gedenkfeier für Konstantin Javakschwili findet morgen um 10 Uhr in St. Georg statt. Radik bittet um Spenden für Frau Javakschwili und die beiden Jungs. Das ist zwar nicht verpflichtend, aber wenn ihr Geld sparen wollt, braucht ihr ganz gar nicht zu kommen. Ich will euch alle dort sehen. Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sehen können, was Sento in Ramia baut. Im Moment hat die Organisation viele Neuzugänge, vor allem Vettern aus Russland, und ich habe gehört, dass einige von euch damit ein Problem haben. Lasst euch gesagt sein, dass die Dvali-Familie kein beschissenes, puritanisches Relikt der alten Welt ist. Die neue Dvali-Familie ist ein Geschäft. Das Herz, das im Zentrum unserer Organisation schlägt, gehört zwar immer noch Jakob Dvali, aber es pumpt nicht länger nur Dvali-Blut, sondern auch das von Katlek, Botkovelli, Grini und Ivanov. Dadurch sind wir stark. Dadurch überlebt der Name Dvali. So ein Dreck wie gestern nach dem Red Queen gibt es nicht mehr, ist das klar? Falls es jemand von euch nicht passt, wie die Dinge hier laufen, kann er das gerne mit Radik Nikolace persönlich klären. Ja, hab ich gerade gemacht, ne? Okay, das ist euer Scheißhaus. Ja, ja, schön, ja, hier. Offenbar eine religiöse Fanatikerin und Anführerin.
was Interessantes hier? Nein, okay. Achso, es gibt ein getrenntes Damen-Toilettchen. Sehe ich das richtig? Ja, sieht genauso aus. Mhm, mh. Vorsicht, hier wurde geputzt. Alter, kann. Oh, ja. Sehr kleiner Ölwechsel. Boah, warum ist hier so viel Qualm und Nebel und was ist denn das alles? Ja, was haben wir hier noch? Ah ja, genau. Das war's ja. Du schläfst ja nur. Warum schläfst du nur? Weißt du was? Soll ja aussehen wie ein Mafia-Mord. Ernsthaft, hast du nicht mitgenommen? Ah, bist du nicht so. Ja, okay. Ich, das war schon alles. Das ist wiederum irgendwie geil. Was liest du denn so? Die Dvali-Familie. Die Liste der Verbrechen, mit denen die Dvali-Familie in Verbindung gebracht wird, ist atemberaubend. Drogen, Waffen, militärische Hightech-Ausrüstung, unlizenzierte Augmentierung, das ganze Programm. Von Erpressung bis Mord, von Schmuggel bis Zwangsprostitution, die Dvalis haben überall ihre Finger im Spiel. Und da Gerüchten zufolge zahlreiche hochrangige Beamte erpresst werden oder auf der Gehaltsliste der Dvali stehen, scheinen die Prager Behörden gegen das Syndikat machtlos zu sein. Mittlerweile konzentriert sich die Familie auf den Menschenhandel. Verzweifelte, augmentierte und ihre Familien durch die immer strengeren Grenzkontrollen zu schmuggeln, wirft gewaltige Gewinne ab. Aufgrund der strategischen Lage der Stadt leben nirgends mehr augmentierte als in Prag. Da der Westen ihre Rechte immer weiter einschränkt, werden mehr und mehr augmentierte nach Osten gedrängt, in Länder mit freizügigeren Gesetzen und in die gierigen Arme der Dvalis. Nur die wenigsten schaffen es, doch für die Dvalis sind Menschen und ihre Augmentierung nichts anderes als Waffen oder harte Drogen. Eine Ware, die sich zu Geld machen lässt. Jo, sympathisches Familchen, ne? Okay, was ist das? Entlassabsinn. Ey, komm, hau weg, die Scheiße. Nein, ich habe den Code, und zwar Windcam. Passwörter gibt's. Verschlüsselt. London-Lieferung abgeschlossen. Unverschlüsselt. Ihre Lieferung ist in Heathrow eingetroffen und hat den Zoll passiert. Unsere Leute werden mit dem Verladen in einem Truck 135 Minuten nach dem offiziellen Sonnenuntergang London-Zeit beginnen. Was? Die Ware steht Ihnen im Empfangsbereich des Apex Center, Abschnitt TI-99-4A, rechtzeitig für die Safe Harbor Konferenz zur Verfügung. Miller, Matschenkos Ziel ist die Safe Harbor Konferenz in London. Gott, dort werden hunderte von Gästen sein. Wie schnell können wir handeln? Ich warne London und lasse Mac einen Plan zur Mobilisierung erstellen. Sie gehen nach Hause. Wir melden uns. Alex, das Ziel ist London. Die Dvali schmuggeln Waffen und die Orchidee ins Apex Center. Scheiße, sie wollen Brown erledigen. Er ist ihr eigentliches Ziel. Ich habe nachgeforscht. Komm in mein Apartment und erklär's mir da. Was? Ich habe ihnen gesagt, dass sie deinen Laden in Ruhe lassen sollen, aber vergiss nicht, Wack läuft, dass meine Freundlichkeit keine Freundschaft ist. Du versorgst mich mit dem Produkt und ich sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Ich mische mich nicht in Familien, was Dominik macht, ist seine Sache. Dennoch sei gesagt, dass die frostige Stimme zwischen uns und unseren Interessen nur schaden kann. Wollt ihr deine Nachricht überdrehen, es bleibt seine Entscheidung. Marcel unterschätzt Dominik. Mein Sohn hat sich einen Platz an meinem Tisch verdient und ich habe große Pläne mit ihm. Du solltest stolz auf ihn sein. Radik. Damit das klar ist. Über Dominiks Zugang entscheidet nicht er und du schon gar nicht. Ich würde es ebenfalls begrüßen, zu unserem vorigen Status der vollen Kooperation zurückzukehren, aber solange du nicht tust, was ich verlange, wird die Kluft zwischen uns nur größer werden. Okay.